Also erste Partie, Credits zu den Ducks, gut geschlagen durch die Bank durch, viele satte Kontakte. Wir haben nicht schlecht gespielt, aber sie waren halt einfach in der ersten Partie besser. Wir haben dann die Möglichkeit genützt und auch Leute reingebracht, die gut performt haben, vor allem in der Defense. Zweite Partie war natürlich für uns viel besser. Gutes Pitching vom AJ, aber das Pitching von Miguel war richtig stark. Er hat zwar zwei Runs abgegeben in den ersten zwei Innings, aber dann hat er reingefunden, gute Defense dahinter und wir haben halt dann im Endeffekt die Runner gemoved in den Situationen, wo wir es rüberbringen haben müssen. Auch nicht immer geplant gemoved, aber es ist halt gut gefallen für uns und es waren gute Kontakte dabei und wir sind froh, dass wir einen Win da mitgenommen haben und freuen uns auf die restliche Saison. Ja. Restliche Saison, Stichwort, BLA, zweites Jahr, Halbzeit, also 14 Spiele jetzt absolviert für die Grasshoppers, Rekord 7-7. Was sind so die nächsten Ziele, größere Ziele? Schaut man von Spiel zu Spiel? Wie ist da die Herangehensweise? Ja, das Wichtigste ist, dass sich die Spieler weiterentwickeln und dass man als Mannschaft besser wird. Wenn man dann auch dazu gewinnt, ist es natürlich immer super. Und Ziel ist für dieses Jahr mal in die Playoffs zu kommen, was natürlich nicht einfach wird. Aber über die nächsten Jahre sollten wir uns als Playoff-Team etablieren. Das ist mal ein Ziel. Und dann schauen wir, wo wir hinkommen. You know, game one, we were pretty intense and we brought it every pitch. But I think it was a bit of a trap game for us. We got pretty comfortable with the score. Maybe thought we could just flip our hats out on the field and win game two pretty easily as well. But we didn't account for an incredible pitching performance by Miguel. We tip our cap to him. Threw a ton of pitches, wouldn't come out of the game. The ultimate competitor, he did a really, really good job. Mm-hmm. So, and question from our side, from the Grasshopper side, or from myself, as still being kind of new to the BLA. Sure. What do you think about this season? It's a little weird, right? It has been. There's been more runs scored, I feel like, across the board for all the teams. Game ones, there's been a ton of runs scored, and there's been some pretty good import pitching this year. So those games have been very close and very competitive most of the time. It is a bit odd, but we like the position we're in right now. We're pretty comfortable where we're at. We got to keep getting better. We're not finished getting better. But to sum it up, yeah, it's been a bit of an odd season, but we're happy with where we're at.